Der ist anstrengender, als ich gedacht habe, hier mit diesen Wächshäusern. Das ist gar nicht so leicht. Es ist nicht so leicht. So, stellen wir hier noch irgendwas hin. Mittig drauf. So. Die Pilzkulturen machen wir woanders hin. Machen wir hier noch irgendwie. Nö. So, das ist jetzt einfach dieses Gewächshaus. Das sieht jetzt so aus. Fertig. Das lasse ich jetzt einfach mal hier stehen. Das ist jetzt das Gewächshaus. Hier sind jetzt ebenso ganz viele Setzlinge drin. Was soll ich denn? Na, ich hatte überlegt, hier drüben noch was hinzumachen. Das muss ich dann schon mal machen. Sehr gut. Genauso dachte ich mir das. Ich brauche noch ein Eichensetzling. Das ist ja doof. So, der Baum war eh hässlich. Das geht. Stämme kann ich gerade keine aufnehmen, lasse ich das so stehen. So. Der Kollege schon einen Setzling verloren. Nein. Warum nicht? Was soll das? Sei mal nicht so knauserig, Junge. Komm schon, gib's mir. Gib's mir. Du geiler Socke, du. Komm, haus rein jetzt. Na. Lass mich doch nicht betteln. Bettel, bettel. Ah. Also. So, fällt mir noch was ein, was ich noch machen wollte. Aber mit Sicherheit nicht am Bücherregal. Jetzt brauche ich eigentlich noch mal zwei. Da brauche ich noch mal zwei. Aber Apple.
Setzili! Der findet aber echt wenig Setzlinge hier. Kann das sein? Dass der irgendwie ein bisschen geizig ist hier. Der Kollege. Junge, das geht so nicht. Scheiße. Aua. Hauen wir deinen Nachbarn auch noch um. Alle jetzt davon. Und den da gleich mit. Scheiß Geklüngel hier. So. Was ist nun? Krieg ich jetzt meine Setzlinge oder nicht? Kennen wir dich? Du bist kein Schrödinger, ne? Schrödinger auch lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wo der hin ist. Mich mal interessieren, der Kleine, wo der hingelaufen ist. Ich muss irgendwas weg, was du im Zweifelsfall entbehren kannst, wenn es länger dauern sollte. Schmeiß nichts weg, stell einfach mal kurz das Bett dahin. Ist auch wieder ein Inventarplatz frei. Für den Fall, dass hier jetzt endlich mal Setzlinge rausfallen. Ja. Alles gut, nicht Schrödinger. Einer. Zwei, drei, vier, fünf, genug, danke. So, genau. Da nehme ich hin und dahin. So, damit das hier auch markiert ist, dann ist das hier nämlich das Gewächshaus. Mit den Sitzlingen. So, jetzt habe ich hier noch mal zwei. Jetzt kann ich natürlich theoretisch auch hier noch mal einen hinsetzen. Dann auch. So, weil diese Fenster ja verschieden groß sind. Deswegen. Naja, vom Tisch her geht's auf, also. So. Dann werden wir hier einmal eben ringsrum Ranken ernten. So weit möglich. Hier ist noch einer. Zack. 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 So, und so sieht es dann eben so ein Gewächshaus aus. Ich denke, das können wir so lassen. Ist eigentlich ganz hübsch. So. Das haben wir hier ganz gut kompensiert mit diesem Ding. Das sieht jetzt aus, als wäre es Absicht. So. Und so in der Art gestaltet sich dann auch dieses. Dieses gestaltet sich ganz anders, weil hier haben wir hier die lange Reihe.
Das heißt, hier stellen wir eigentlich auch eher einen langen Tisch an die Wand. Und lassen das hier komplett als Gang frei. Den stelle ich erstmal irgendwo hin. So, was machen wir hier rein? Überlegen wir uns gleich. Wir müssen erstmal schlafen. Bitte nicht mit der Schere die Bettdecke zerschneiden. Guter Mann. So. Ich glaube, hier machen wir mal ein bisschen so Blümchen, oder? Machen wir hier mal das Blümchengewächshaus. Zack, zack. Dann kommen da Blümchen hin. Schön, dass wir zwei über sind. So, dann mal wieder Treppen draußen, geht's wieder auf. So. Könnten wir jetzt hier in dieser langen Reihe, wenn wir hier mit Blümchen arbeiten wollen, ein Schnauzespinner Blümchenfeld anlegen irgendwo. Das wäre ganz witzig. Oder vielleicht so einen Grünstreifen hier rein. Das sind zwei, vier große Fenster. Die komplette Länge? Nee, nur ab hier. Meine Schere ist bald durch. So. So, dann kommen wir mal eine Reihe lila Blümchen hin. Dahinter haben wir vielleicht auch irgendwie hier wieder das Regal. Blöd mit den Blümchen. Sind ein bisschen im Weg. So. Das hier so ein bisschen eingefasst. Hier werden wir auch einfach wieder an die Pfosten überall die Ranken setzen. Hoppala, das auf jeden Fall. Das machen wir mal so einheitlich. So.
Können wir hier mal den Diorit wieder mitnehmen. So. Dann sind das jetzt hier einfach ganz seltene... Ich meine, das sind ja auch, sehen auch heavy aus hier. Seltene, besondere Blümchen eben. Da machen wir jetzt Tisch irgendwo zu. Hier vielleicht. Zack. Zack. Zack, zack. Da stellen wir dann wieder ein paar Blumentöpfe drauf. Na, ah, da kriegen wir die Blumen nicht rein. Shit. Die großen gehen da nicht rein. Gehen nur die kleinen rein. Ah, schade. Es ist ja gut, dass wir das so gemacht haben. Kein Platz, wie immer. Wie immer kein Platz. Vier. So, was die jetzt bedeuten, weiß ich nicht. Kannst du da einen Topf draufstellen? Nee, wäre lustig gewesen. Dann bleiben die auch, glaube ich, nicht da, weil das ziemlich albern ist. So. Das Dungeon drunter. Dungeon-Mauer. Klar, logisch. Da ist Erde drunter. Ich brauche noch mal was. Da unten haben wir ja einen See. Schnatzehexe! Blöder Sacke, du! Zack. Wieder so viel Zeug einstecken hier, wieder massenweise Kram, der sich da stapelt, dass ich schon wieder den Platz hab. Kann jetzt mal die Schere verbraten. Ein
diese Kabutis. Was im Moment der Fall sein wird. Hier drüben auch nochmal ernten. Hier kann man mit Sicherheit auch ernten irgendwo. So, und die Schere ist durch. So, haben wir hier überall schon. Klick, klick. Ah, hier hinten noch nichts. In dem Fall hängen wir auch hier hin. Jetzt können wir hier mal dieses Zeug rausholen. Zweimal Erde. Diesen da. So, ich würde sie gerade schon wieder. Eieieiei.